So, Lukas, jetzt haben wir noch ein Beispiel aus einem Ligaspiel, das wir vor kurzem gehört haben. Also ein Paar 3. Aber gut, welches Paar ist egal. Hinten rechts ist Wasser, eine Penalty Area, also tatsächlich auch ein Wasser, ein kleiner Teich, der sich dahinter verbirgt. Und man sieht auch hinten rechts das Grün mit der Fahne. Und dann hat der Spieler erstmal einen Schlag gemacht, einen Abschlag Genau. gemacht. Zeigt mal einfach mal, was er jetzt macht. Ich glaube, das ist gerade ein Fall, der häufiger vorkommt. Das war ein Auswärtsligaspiel. Also, wenn man den Platz nicht ganz genau kennt, ist ja immer die Frage, wo ist Penalty Area, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Also, folgendes. Oh, der geht genau Richtung Wasser. Genau. Das war bei dem auch so. Aber er war nicht ganz sicher, ob er in die Penalty Area gegangen ist. Genau. Ne? Es hätte auch davor liegen können oder da ist auch rough ein bisschen. Und er war nicht sicher, ob er in der Penalty Area ist. Und natürlich war gleich die Frage, darf er im provisorischen spielen? Da er sich nicht sicher ist, er muss sich ja in dem Sinne eigentlich sicher sein, dass er in die Penalty Area reingeschlagen hat. Er war sich in dem Fall nicht sicher und hat dann natürlich ganz regelkonform und alles richtig gesagt, ich schlage einen provisorischen Ball. Genau. Wenn er sicher gewesen wäre, dass er in der Penalty Area gewesen wäre, dann hätte er keinen provisorischen spielen dürfen. Aber Aber so war das alles richtig. Er spielt jetzt also seinen provisorischen Ball. also erst provisorisch Titleist 3, grüne Blume Logo. Das erste war ein Titleist 2. Wenn Sie übrigens gleich sehen, dass der Schwung sehr schnell ist, das ist nicht im Video beschleunigt, Ach sondern so, das das macht ist. Lukas so. Warte. Das war jetzt der Matsuyama. Ja. Der ist definitiv nicht in der Penalty Area. Okay, das war dein provisorischer Ball. Jetzt gucken wir uns mal vorne an, wo die beiden liegen. Ne? Ja. So, jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Erstmal hier noch einen schönen Blick auf den Teich an unserem grünen 14. Und da sehen wir schon den ersten Ball. Und der erste Ball, zeige ich ihn ruhig nochmal. Ich glaube, man kann ihn ganz gut sehen. Hier vorne Ja, der liegt ist der also Ball. tatsächlich in der Penalty Area, ne? Nicht. Zweifelsohne. Absolut. Ob er spielbar ist oder nicht, ist erstmal unwichtig, aber jedenfalls er liegt drin. Ne? Und der andere Ball da links, das ist der provisorische, den du geschlagen hast. Genau, richtig. Und du durftest ihn ja schlagen, weil das war vorher nicht klar, ob er wirklich in der Penalty Area drin ist oder nicht. Ne? Hier vor ist es ein bisschen nass, hier vor ist ein bisschen höheres Gras auch. Ja. Also ich war mir halt wirklich nicht sicher, ist er in der Penalty Area und es ist ja wirklich sehr, sehr knapp in dem Fall. Genau. Also der provisorische, den zu spielen, war erstmal in Ordnung. Aber was musst du jetzt machen, wenn du jetzt siehst, dass der Ball tatsächlich in der Penalty Area ist? Genau. Eindeutig zu sehen heißt, klar, ich kann den Ball spielen und wenn nicht, ich muss auf jeden Fall eine Penalty Area Regel auch anwenden. Dieser Ball, den provisorischen Ball, den ich vom Tee gespielt habe, ist somit also sofort aus dem Spiel und ich kann den Ball aufheben. Genau, du musst ihn sogar aufheben. Ich muss ihn sogar. Genau. Also wenn du den spielen würdest, dann würdest du den falschen Ball wieder spielen. Das wäre dann richtig teuer. Ne? Und Deswegen. jetzt kommt ja das ganz selten mal vor, dass man für die Penalty Area nicht seitliche Erleichterung nimmt und auch nicht auf der Linie zurück, sondern man will Schlag- und Distanzverlust nehmen. Haben wir ja auch in einem anderen Video gezeigt. Dürftest du dann da den provisorischen nehmen, den du da ja schon hingeschlagen hast? Nein, der provisorische Ball ist komplett aus dem Spiel. Jetzt müsste ich den Ball ja praktisch hier aufnehmen oder kann auch einen anderen nehmen. Aber ich muss zurück zum Abschlag oder von der Position, von wo aus ich geschlagen habe. Und dann natürlich, wie du richtig sagst, Distanzverlust plus Strafschlag, käme der nächste Schlag. Ganz genau. Und du müsstest dann auch tatsächlich zurück. Du darfst nicht sagen, naja, hier habe ich ja schon einen Genau. hergeschlagen, dann nehme ich den für Schlag- und Distanzverlust. Das ist auch nicht erlaubt. Also der provisorische ist in dem Moment, wo du siehst, der ist in der Penalty Area, ist der raus aus dem Spiel. Es ist ein falscher Ball, den darfst du auf keinen Fall spielen, sonst spielst du einen falschen Ball, zwei Strafschläge.